So, ja, ich bin nur am Leben. Ich lebe nur auf YouTube. Also, wie es jetzt da jetzt immer da draußen auch die Frage stellt, ob ich noch lebe auf YouTube. Ja, ich lebe noch. Ja, heute auf alle Fälle mal Runden LS. Wie man am Titel schon sieht, mit einem Special Guest. Servus. Da haben wir jetzt gehört. wir sind heute mal auf alle Fälle in LS auf der Mühlenkreis Mittelland unterwegs, haben uns da schon einen kleinen Hof aufgebaut. Und Ohrbeutel. Da kann man keiner sagen, dass das nicht cool ausschaut. Da kann mir keiner verzeihen, dass das nicht einfach so absolut perfekt ausschaut. Das kann mir wirklich keiner verzeihen. Ja. Du grübelst gerade. Oder? Ja. Richtig. Ist gerade auf der Simmerfurt unterwegs. Genau, ich schau jetzt einmal dann. Die 90 wachs ist ja noch nicht gewachsen. Dann gehe ich jetzt mal zur Pelletproduktion weiter. Dann mache ich jetzt da mal ein bisschen weiter. Ja, die haben wir natürlich auch. Ja, nachdem der Alex selber so viel redet bei seinen Videos, und ich das einmal mache, um ihn halt mal ein bisschen unterstützen, dass da mal was weitergeht. Wo? Und ich schreibe jetzt einfach mal mit euch, nachdem wir da ja so ein kleines Feld haben, das Feld sind wir 50. Wo? Sieht man auch nochmal auf der Karte. Das ist absolut größte Fehler, was es auf der Karte überhaupt gibt. Genau, das haben wir jetzt gerade abgeerntet von Sojabohnen mit drei Ernte. Wo? Haben wir das gebracht und noch. Da haben wir jetzt nochmal mit den Ernte ein bisschen aufgerüstet. Da haben wir jetzt von. Ja, da haben wir uns vorher bloß die Ernte gemietet gehabt. Jetzt haben wir es direkt gekauft. Weil man sieht so oben rechts, dass nicht weit vom Gate. Okay, da waren auch die Regierungsschulen mit dem Einsatz. Aber die werden wir jetzt bald einmal verkaufen. Genau, weil du, sag ich mal, Alex, wenn man so auf LS richtig Geld verdient, ohne dass man irgendwelche Cheats hernimmt oder sonst irgendwas. nur weil ich auf dem PC Gatesheet benutze. Hallo? Ja. Jetzt möchte er nicht verkaufen. Hallo? Nein, er möchte jetzt wirklich nicht verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Die Pelletpaletten, die möchte man jetzt nicht weg da. Ah, jetzt. Ah, jetzt so das verkauft.
Du kannst aber dann dabei gleich anfangen, dass du falls immer 50 gleich wieder irgendwas abpflanzt. Ja, aber dann der Palettier, der läuft jetzt erst einmal nochmal, warte. Der läuft jetzt erst einmal nochmal 8 Minuten. Du kannst vorher mal nachschauen, was momentan so der Kurs ist oder was die Preise haben. Und dann suchen wir uns da was raus und das pflanzen dann da und das können wir dann nachher wieder verkaufen. Ja, vom Dings, vom... Schaust du dir mal rein, schaust du mal die Entwicklung ein bisschen an, wie das war, für was das alle gut Geld gegeben hat und das baust du da noch. Bisher gibt's am besten Sonnenblume. Ah, der Raps geht gerade wieder runter. Ja, Raps und Sonnenblume. Sonnenblume und Sojabohnen. Die gehen gerade steil nach oben. Ja, Sojabohnen haben wir ja im Silo drin, da kannst du jetzt dann ein bisschen warten und dann schaust, wo am meisten Geld geboten wird und dann verkaufst du es. Das wird derzeit am Hafen. Da war ja, für die Sojabohnen knapp. Na, das war bei den Sojabohnen. An der. Ja. Die ist wo? Bei den Sojabohnen gibt's bei MGE gerade 1879 Euro. Und bei der Getreidemühle sogar 2379 Euro. Also kannst du einen LKW voll machen. Und den fährst du jetzt quasi dann an die Getreidemühle hin. Und da kriegst du dann quasi pro Liter oder pro 30.000 Liter irgend sowas, kriegst du dann da deine 2.379 Euro. Ja, warte mal, fuhr ich gleich die 69.000 Liter, was wir gerade im Silo haben, gleich wieder da rein. Ja genau, die fuhrst den LKW und dann fährst du hin und verkaufst das. Und so kommt man dann zu Geld. Die Getreidemühle ist dann da unten, okay. Ja, aber die Sonnenblume, die dauerten sie gerade mit Mais, dauerten sie die gerade richtig gut entwickeln. Ja, du kannst ja dann Mais oder mit jenem Mais dann auch da aufbauen oder auf einem anderen Feld. Ja. Und dann noch Mais bauen. Bloß Mais müssen wir halt dann gleich verkaufen, weil das können wir dann ja nicht lagern. Doch, können wir schon. Ja, das ist aber dann Häckselgut. Nein, eben nicht, weil wir es ja nicht abhäckseln. Wir werden es ja mit wenn du in den Shop gehst, da mit dem Maispflücker, können wir das ja wie die Sonnenblume mit nur die Kernel abernten. Okay. Die können wir ja dann lagern. Ja, die sind ja gerade so teuer. Die sind ja gerade so teuer. Da könntet man ja dann gleich mal das Gebiss da holen. Dann. Ja, das brauchst du noch nicht kaufen, weil das müssen wir erst mal so bauen. Ja. Die Sonnenblume auf der 16 könntet man ja dann gleich noch häckseln. Ja. Die kostet aber auch. Mit dem Ernter, mit dem anderen Mauerwerk, dann hast du auch nur deine Kernsel. Stimmt, ja. Die könnte man dann auch gleich nochmal verkaufen. Ja, genau, dann kannst du das auch gleich verchecken. Und dann. Oh, da lässt du das Steck gerade ein bisschen schief. Der wechselt von Schieflage links nach rechts. Vorher an der Getreidemühle vorbeigefahren. Ups. Ich hab gerade über 60 Tonnen, gell? Ich hab gerade 66 Tonnen.
Hui rein. Hängen jetzt schon wieder. So, also ich hab mir jetzt nicht mehr mein Handy hergerichtet, weil dann kann ich mir das nicht gleich anschauen, was du da so fabrizierst. Wie bleibt da noch unsichtbaren Wandhänger? Machen wir die Karten klären und da überzeug. So, jetzt bin ich nicht hängen geblieben. Die Online-Preise. Jetzt haben wir wieder kurz was. Da oben, da, da rollt die Münzen, da 140.000 Euro. Bist du Depper, da? Ja, war jetzt gar nicht blöd, dass wir die verkauft haben. Ja, und so geht's dahin. So macht man Geld, ohne dass man cheat. Wer hat die Regierungsschulden platziert? Ja, das hab ich am Anfang gemacht, das stimmt. Aber ich habe nicht gewusst, dass du das öffentlich machst. So, jetzt hänge ich schon wieder in einer unsichtbaren Wand. So, jetzt bin ich draußen. Dann schaust du jetzt einmal weiter, dass du die Sonnenblume dann gleich abbeernst. Dann kostet er ja das Mauwerk, je nachdem was du pflanzen möchtest, oder das Schneidewerk ist er dann. Das kostet ja, entweder dabei Mühe. Ich gleich holen, gell? Ja. Ja, aber ich kann da gleich mit dem Mais, Maispflücker gleich die Sonnenblume abbernden. Deswegen darf er dir ja den gleich kaufen. Also, ja, dann kannst du das auch machen. Dann. Ja, aber dann darf er dir da den. Okay, der Ferguson, der Glor nicht, der war jetzt zu Glor dafür. Aber dann hol ich den einfach den bisschen größer. Und dann hängt der Schirp von hinten gut an. Hab ich gerade gemerkt, wo ich bremst hab. Wenn ich mir da jetzt gleich das also wenn wir uns da das große für 12 Meter gleich holen, glaube ich, war er gar nicht black, gell? Ja, das kannst du gleich machen. Ja, das hole ich mir aber dann in einem Blau. So, das war gerade ein absoluter Fail, der ich das gemacht habe. Wo ist mein Lieber? Was schon nicht fein ist? Können wir nicht klar damit? Na, hol ich mir einfach. Soll ich einfach den New Holland holen? Den, was wir gerade gehabt haben? Nein, der geht gar nicht. Also. Oder ja. Nein, nehmen wir lieber den Lernen für dafür, oder? Ja, einfach das große Gebüsch dann, dann geht das schon. Oh, das geht hier. Aber dann darf ich, bevor ich da jetzt loslege, den Häcksler noch schnell heimfahren. Also zum Hof noch schnell.
Ja, das kannst du machen. Machst du das mit dem Helfer oder so, ich nehme bei dir von. Nein, den Häcksler fahre jetzt ja bloß zum Hof zurück. Den. Ja, die Sonnenblume haben doch momentan gerade hoch im Kurs, oder? Ja, die sind derzeit am teuersten bei der Genossenschaft mit 2633. Ja, genau, dann fliegst du gleich ab, ich komm dann gleich. Ja, aber mit dem Und. Häcksler, den fahre ich jetzt wieder zum Hof. Ja, genau, Weil das dann. mache ich jetzt mit dem Ernte. Ja, und ich fahr dann gleich nebenbei mit, dann sammle ich das gleich und dann. Ich zeig nur noch mal Spur fertig. Ja, weil der Preis, der ändert sich gerade nicht bei der Genossenschaft. Weil das Das weißt du, ist. das geht oft dann schnell. Also gleich schauen, dass er. Ja, also bisher bleibt das ganze Zeit gleich. Ja. Das Aufklappen, das vergesse ich immer wieder. Und da werden sie gleich weggepflückt. So, dann lasse ich meinen Gröber weiter stehen. Oder ein Helfer einfach dabei. Nein, flieg schon wie Junge. Hast du einen Helfer dabei oder was? Nein, nein, ich fahre ja gerade selber einen Also, Ernter. das ist der Speicher, der kostet eh lang, ja. Ja. Aber ich muss ihn auch nicht mehr. Nimmst den mit 31.000 Liter den mittleren Josken. Der was neben der Halle steht. Also, jetzt habe ich die Ausstellung noch gerade gesehen, ja. Ja, Wo die die schaut cool Ente aus, gell? auf. Ja, wo die Ente aufgebaut hast. Ja. Jetzt wäre es aber knapp mit dem Zaun. Oh, das geht schon. Na, jetzt habe ich was stehen lassen. Jetzt ist es nicht mehr ausgegangen. Es könnte jetzt knapp werden mit Aber dem das geht nicht. Zaun, gell? Na. Boah, relativ schnell vorne tut der nicht. Ja, das fahren ja 6 km/h Ach 8, 9. oder was? 10 jetzt wieder. Jetzt hat er kurz gebracht. Ja. Und dann machst du jetzt einmal eine Spur fertig, dass ich dann den Platz habe. Ja. Und dann. Ja, dann könnte man auf den großen Feld da am Mais pflanzen, wenn es ist. Da können wir ja dann entweder so oder wir häckseln den halt. Das ist halt dann auch wieder. Aber da können wir dann einfach schauen, wenn er fertig ist. Nein, stehen lassen tue ich das jetzt nicht. Saufst du, oder? Na, Ohne weg. tu ich grad nicht. Na, gerade nicht, jetzt hast du es gesagt. Grad nicht. Bist mal schnell. Oh. Ja, nein, ich hab einen Baum im Weg. Ah. Ich lass dich mal vorbei. Aber dann kannst du gleich hinter mir herfahren.
bin ich ein bisschen schnell über Greifhaus. Oh, da steht auf ein Heisel drin. Jetzt bin ich auch schon mal da. Jawohl. Auch wenn wir da reingestehen haben. Du machst einfach so weit, bis du fertig bist und dann sagst du Bescheid und ich komm dann nochmal. Ja. Weil da, jetzt geht's ja noch nicht, wenn du über der Spur gezogen hast, dann kann ich nebenbei nicht fahren. Ja, aber ich glaube, da geht's jetzt schon mit der Straße her. Ja, da mag ich aber nicht. Jetzt hat er die richtige Spur gefunden. Ein bisschen zu weit weg. Oh, ich bin nicht mehr hier. Das geht nicht. So, jetzt geht's. Und fahrst du immer weiter und ich glieder mich noch nicht. Ja. Aber wenn das Mauerwerk wieder so geradeaus ist, dann komme ich nicht schon. Blätbrot, gell? Aber jetzt geht's. Und dann geht was. Ja. Also dein Hupen ist ja wenigstens sowas, aber meine ist ja wirklich ein Spielzeughupen. Oh, das fehlt schon, ja. Ja, du meinst jetzt einfach rechts rüber, oder? Ja, genau. Ja. Aber ich meine nicht, dass du da jetzt eine Kurve machst. Nein. Da lade ich dir nur von, weil der willst du es eh nicht. Nein, bei der kurzen Strecke da, vielleicht beim Langer wahrscheinlich wieder. Also beim Runterfahren halt wieder. Jetzt fährst du auf vollen Spur rein. Ja. Spätestens. Jetzt zirkt er wieder nicht mehr. Jetzt hat er gerade wieder seine gespinnerten 5 Sekunden gehabt. Ja, warum kauft man Fendt? Genau deswegen kauft man Fendt. Aber Fendt-Ernte haben wir gerade gar nicht mehr drauf. Mhm. Ja, aber den kann man dann. Ich habe gerade festgestellt, ich habe keinen Daumen mit uns zwei. Ja, dann haben wir ja das Stier, wenn du voll bist. Leider verhockt, ja. Ja. Das ist beim Häckseln halt dann auch noch was anderes, zwar ist halt, weil er halt weiter weg noch reifelt und noch anhängt. Ja, wenn das Mauerwerk so deppert ist, ja, dann gehe ich dabei weiter gruben. Aber das ist halt auch das Mauerwerk, das was halt zu dem Ernte dazugehört. Weil du hast ja beim Ideal jetzt zum Beispiel auch das Mauerwerk, das Schwarz jetzt zum Beispiel, das gehört da dazu. Du kannst jetzt natürlich auch das große New Holland nehmen, aber das gehört halt da dazu, zu dem.
Aber beim nächsten Mal können wir einfach den Fendt-Ernter mit draufnehmen. Aber ich darf schon sagen, dass wir den Grässer mit draufnehmen, oder? Was auch noch ist, aber. Oh. Jetzt haben wir wieder, jetzt schwächelt er wieder. Jetzt mag er gerade nicht mehr. Okay, ich könnte sagen, es liegt drauf, weil er rot-weiß ist, aber ich darf ja nicht. Doch, freilich darfst du das auf YouTube. Ja. Auf Twitch darfst du das nicht sagen. Weil steht er eigentlich schon in meiner Videobeschreibung drin, da er blau-weißer bin. Und na, kein TSG Hoffenheim, kein Hertha BSC, keiner von denen, sondern sondern 60, aber ist ja klar. So ist. Echter Bayer ist ein Löwenfan. Genau so ist. Alles andere ist gefälscht. So ist genauso. Aber da nehmen wir schon den Finden mit drauf. So wie der die ganze Zeit schwächelt. Ja. Und das Gute ist ja, das Mauerwerk kostet so einfach, wie es du ist. Also den Schneidewerk halt. Mhm. Kostet halt einfach. Krass. Jetzt sind wir schon ein paar Stunden auf dem Server drauf, weil ich angefangen habe. Ich habe nämlich Echtzeit, fünf vorher. Aber es sind jetzt echt schon ein paar Stunden drauf. Auf dem Feld wäre gar nicht voll, der Ernte. Ja, da kannst du selber einen Anhänger hinfahren und dann abladen. Ja, ich sage, der wäre nicht voll. Ich bin jetzt erst einmal bei 50% und in der letzten Spur. Aber jetzt schwächelt er schon wieder. Das gibt's doch nicht. Es liegt einfach an der rot-weißen Farbe. So, wenn jetzt nebenbei mal ein paar Geräusche hört, sie haben jetzt nebenbei Chips rein. Ja. Ich brauch da Nervennahrung. Also Kinder, merkt euch das. Kann ich Chips essen, dann wird man dick. Oh. Außer man hat so viel Bewegung wie mir. Dann ist das natürlich auch so, ja, schon gut. Oder anders gesagt, so viel Masse wie wir. Und? Aber... also schon irgendwo jetzt die Frage, einen wunderschönen guten Morgen. Was aus der LVA hat die Arbeit der Wohnung? Ja, ich habe aus Versehen gerade Kreis gedruckt. Also. Ja. Aus Versehen. Aber was heißt da einen wunderschönen guten Morgen? Ich darf eher sagen, wunderschönen guten Mittag. So schaut's nämlich eher gerade aus. Oder? Was sagst du? Ich komm gerade nicht mit, was du meinst, weil da auf LS ist. Wenn du in meinen Live-Chat schaust, dann weißt du, von was ich rede. Also. Aber dann gebe ich die zwei schon mal wieder zurück, weil es hat keinen Taug mit den zwei. Ja, wer war das, der da Chat hat? Der, da geschrieben hat? Das zeige ich nicht. Warte kurz, ich muss kurz im Shop. Ja, also diese Wurst, du musst dir da keinen Namen sagen, aber... Wo? Passt ja.
Vielleicht ist er gerade aufgestanden, mal wie auf Nacht. Ja, okay, dann ist schon. Na, dann auch nicht. Es könnte aber vielleicht auch Schichtarbeiter gewesen sein, wo. Na, da geht's aber auch nicht hin. Na. Es geht irgendwie nicht hin. Auf alle Fälle, ich hole jetzt mit 900er TMS. Schnell einen Anhänger und verkauft das alles gleich. Genau, machen wir. Schau, dass du das Zeug verkaufst, das Geld ins Haus kommt. 2600 Euro. Und das pro Liter. An der Genossenschaft. So, jetzt warst du wieder sicher. Sag mal nebenbei da wieder ein bisschen mitschauen, was der Alex da drinnen macht. Ob er das Zeug an der richtigen Stelle verkauft. Weil nur über so, überschreibe ich ihm dann den Hof einmal. Weil wenn jeder noch erbt, da gar nichts, dann kriegt er überhaupt nichts. Und dann war hat der Landhandel. Das heißt's. Nur noch. So, wo die Genossenschaft. Da ist die Genossenschaft da hinten bei Kaltstation. Da muss ich jetzt da runterfahren, da hinten und da dann hier, okay. Da hol ich mal lieber die Karten her. Sonst verehe ich mich. Ja, genau. Aber ich glaube, dass da momentan gerade irgendein Problem ist. Warum? Weil mein Gruber gerade zuerst wäre, der nicht mehr dazu. Ja, super. Jetzt guckt er nochmal her, jetzt kommt er wieder. Okay. Weil das wäre jetzt schon ein Scheiß gewesen, wie wir da Nummerngräser an Bulloketten holen hätten müssen. Wo es eh keinen stärkeren Feind gibt. Aber wir haben noch nicht komplett aufgetunt, ist auch das. Ja, da kann ich schon was. Ja. Könnten uns nämlich auch noch Radgewichte drauf haben, das da dann auch nochmal sehr viel ausmachen. Ja gut, aber das ist klar, dass es momentan ein bisschen Zeit gibt beim Gruber, weil durch den ganzen Ring, was wir jetzt gehabt haben. Stimmt. Da können sie mal eine recht hohe Stelle hergehen und dann grobt er sich wieder. Mhm. Da steht ja Genossenschaft. Genau. So, sind wir jetzt dumm jetzt wahrscheinlich, weil. Können wir auch nicht. Ja, der mich die Kurve jetzt doch nicht. Jetzt war das. Jetzt fast. Ja, bevor ich dir auf den echten Bullock aufhöre, lass dich erst ein bisschen mit Red Bullock üben. Nehmen mal ein paar Anhänger an, dass du mit dem Gummi kommst. Mit Red Bullock. Oh, jetzt rieselt das Gate wieder. Das Gate ist ja noch gleich. Genau. Oh, die Getreidemühle, die geht gerade bei sehr viel steil. Auf 44.000, gell? Ja. Jetzt sind wir auf 7 Millionen rauf. Ja. Aber dann dachte ich, sagen wir schon mal zwei Regierungsschüttel weg, oder? Jawohl. Ansonsten platzierbar sein sie auch wieder. Das wäre da jetzt nicht so, als wir es dann nimmer hätten.
Ja, jetzt glaube ich, hast du da gesehen, dass man normale Geldverdiener guckt. Ob das alles geht. Aber wer hat die Regierung Schulden platziert? Ist mein Hof. Wer hat den selber gestartet? Na, da muss ich noch nicht rein. Also bist du schuld, das ist dein Surfer. Ja, wer hat's platziert? Irgendwann auf dem Bauhof, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, der müsste jetzt gut stehen. Vielleicht noch ein bisschen weiter hindrehen. Aber jetzt steht er gut. Ja, Weil wie gesagt, das Raman. Sonstige, was da auf Elef scheiße ist, das ist das, wenn man da mit seinem eigenen Radiosender hier da kommt. Ja. Nein, das war natürlich jetzt ein Highlight. Schon. Aber da gibt es dann so was Praktisches. Wenn du durch eine Kopfhörer hast wie ich. Die wo einfach noch ein bisschen Platz haben, an die, also noch ein bisschen Luft haben, bis zu die Ohren. Da wo du dann einfach so kleine AirPods reinstecken kannst und deine Musik auch hören kannst. Aber. Ja, jetzt ist einfach der Dings, der TMS ist schwach für die Sommermaschine. Kaufe ich uns jetzt nur mein Lieblingsbullock an Fendt Black Beauty. An 939er Fendt Black Beauty. Ja, aber mit der Stockenmaschine. Ja, freilich, die 939er. Ja, Voll auf die 100, auf knapp 400 PS jetzt. Oh, ein Schmuckstück. Ist so. kostet gerade 323.500, gell? Ja. Ja, so ist die Jugend halt zurück. Da wird nur die Kohle rausgehauen. Der Alte schaut, dass das Geld reinkommt und die Jungen haben die das Pulver nur noch. Ich bin am ganzen Tag am Feld beim Buckeln und er haut nur die Kohle raus. Klar, ich habe den halt bei Ernten geholfen, habe schon jetzt zwei Fädel weggeernt, habe schon zwei Transporte gemacht. Ja. Ja. Wie grübelt man da und so? Hast du ja bloß einen 1046er hast du noch, gell? Ja. Ah, 1046er. Vario. Natürlich in Blau. In wunderschönem Blau. So eine Chemie gleich jetzt mit der Horsch Pronto. Alle zum 6 auf noch, jetzt ist gleich, jetzt fahren wir warm. Da hat das Essen fertig. Mal gleich schauen, dass es was zu beißen gibt. Oh. Aber. Da wo ich jetzt wirklich. Du Leute, das haben wir schon. Nein, das haben wir schon, die Leute da jetzt nicht stehen. Da fahr ich jetzt mit dem Bullock vor taust dir hier. Ja, ich habe noch eineinhalb Bahnen, dann komme ich auch. Okay. Also kurz noch schon mal davon Bescheid sagen. Das dauert noch ein bisschen. Wo auch nur, da ich mich auf den einzigen freien Parkplatz gestellt habe. Was hast du für die Parkplatzsuche? Das ist ein Scheißdreck. Du rammst ihn einfach auf Zeiten. Hölle. Machen wir schon Platz. Oh, Hilfe. Die Hähner, die haben Eier, die haben Kisten Eier gelegt. Ganze Kisten gleich. Eine ganze Kisten gleich. Da muss ich ja gleich ein Auto kaufen. Ja, genau. Damit wir die gleich mit dem Schwertransport wegtransportieren können. Die eine Kisten.
Das ist wieder ein typisches Beispiel, die Jugend. Was Jeder denn? andere war mit Radl gefahren. Hätte Und die ich hole einen Kisten heim mit Schwertransport. den Radeln umgebracht. Und ich hole einen Und ich muss Schwertransport. gleich ein Pickup kaufen für was weiß ich, ich hab gar nicht Für geschaut, oder kurz. 46.000 Euro. Ja, genau. Ich würde es wahrscheinlich auch gar nicht zeigen. Oh, den stelle ich jetzt erstmal schön in die Garage. Damit auch wirklich jeder Paar Freiparkplatz weg ist. Stellen wir zu. Scheiße. Oh, die Kühe, die gebe ich jetzt auch nochmal ein bisschen was. Ja. Da, wo hast du denn einen Faltra hingestellt? Ein toller eine. Okay. Erstes Tor. Ah, okay. Jetzt bin ich schon dreimal in der Halle drin gewesen und kann mir das noch nicht merken, wo der steht. So, ja, so ne Mann. Feld 57 war bereit zum Ernten. Zum. San. Zum Pflanzen, ja. War fertig. Wo? Dann machen wir das gleich mal. Ja. Die Horst Pronto steht schon auf dem ersten freien Parkplatz vorm Haus. So, die Kiel, die brach auch noch ein bisschen Silage. Zum Glück hab ich Silagebäume gemacht. Halt. Der Ferguson hat er noch einen. Sag schon. Einen Frontlader dran, so. Ah, du war gerade wieder auf dem Hof gekommen. Ja. Jetzt nur einen runden Silage. Bin eigentlich blöd oder so? Für was haben wir denn die Maschine gekauft? Oder besser gesagt, ich? Für was habe ich die gekauft? Wenn ich es nicht benutze. Genau, weil wenn es um Kaffee geht, bist du immer nur gefüllt. Wo? Schon, gell? Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich die Kühe an etwas anderes geben gebe. Und dann hau ich einer gleich zwei Beine rein, für was haben wir's denn? Weil heute Mittag nur ein Bein. Jetzt wäre ein Bein bloß ein bisschen verarschen. Wo hast du einen Hochdruckreiniger hingestellt? Vor die Haustür, den wo ich gerade so schön zugepackt habe, den Hochdruckreiniger. Den habe ich gerade schön zugepackt. Der steht nämlich direkt hinter der Horst Pronto. Das habe ich mit so mit Absicht gemacht, dass ich den zugepack, weil ich so gewusst habe, dass du mich danach fragst. So. Der wird das erst einmal gelangen. Wo 8000 Liter und das als Abendessen für die Kühe. Oh, Adelfassel müssen wir uns auch bald einmal zulegen. Weil die Schweindel, die haben jetzt schon 3000 Liter und die Kühe, die produzieren auf der Weide nix, wo wir sie gerade stehen haben. Das benutzen sie auch gleich als Dünger. Ja, genau. Aber die Weiden, die muss ich jetzt auch mal wieder sauber machen. Das mache ich ja gleich. Jetzt haben sie nochmal 8000 Liter, jetzt steht mir die Kuh im Weg. Was pflanzt jetzt überhaupt du auf dem Feld 57?
Oder froh wie die? Was man pflanzen, ob man jetzt Mais oder ob Ja, wenn man. wir Mais pflanzen, dann brauchen wir andere Seilmaschinen. Ja, dann darf ich sagen. Ja, du kaufst es schon wieder, ist sehr klar. Warum denn nicht? Na, dann darf ich sagen, schauen wir einfach bei der. Schauen wir einfach einmal durch. Da hat ich vielleicht. Boah. Für die Schweindel vielleicht dann Raps oder so pflanzen. Oder? Weil dann hätten wir die Schweindeln doppelt ausgesorgt mit die Sojabohnen und so. Ja, aber mit Raps kommen wir auch, geht mal. Raps ist einmal da ja. Haben wir eigentlich nur die eine Seilmaschine oder hast du nur eine? Die zweite müssten wir uns kaufen oder mieten. Ich hau die Kia auch nochmal ein bisschen Mischration rein. Und zwar genau 14.000 Liter. Für 646 Euro. Nur mal für ein bisschen Futter ausgeben. Oh, was die Viecher wegfressen. Ist auch unglaublich. Ja, dann nehme ich jetzt Raps. Ja, erstens fürs wegen Gate und dann noch wegen die Schweindel. Aber dann haben die Kühe jetzt erst einmal dann noch. Die haben jetzt 91.000 Liter Mischration. High Silage und High Pellets haben sie auch 74.000 Liter und Gras haben sie jetzt auch noch 38.000 Liter. Also alles und essen, da die Sonne reicht ist. Oder was sagst du? Oh. Jetzt mal da sauber. Jetzt funktioniert die Maschine. Genau, dann haben die jetzt erst einmal. Halt. Und du musst gerade raus. Wenn wir gerade das Samenschwein ausklären. Ah, okay. Was haben wir die gleich, oder? Ja, für jetzt sind wir 50. Ja. Dann ziehen wir dann gleich. Aber dann pflanzen wir da gleich einen Raps, so. Aber der Hafer, der dauert halt auch gerade. Beim Landhandel, na bei der MG 1960 Euro, gell? Okay, es kann Okay. aber nicht mithalten mit einem Raps standardmäßig bei der Genossenschaft mit 2308 Euro. Aber der Hafer, der schießt zurzeit in Technik, aber
Ja, aber schau mal, wie viel das Hafer aufgebaut haben. Hafer haben derzeit aufgebaut. Auf der 53 und auf der 11 und auf der 36. Ja. Drei Leute. An Raps haben aufgepflanzt 35, 45, 49 und 15. Also einer mehrere. Aber wie schon gesagt, bei der Genossenschaft, der Standardpreis vom Raps ist halt 2308 Euro. Wo bist denn du derzeit unterwegs? Genau. Oh, ja, wo? Ich fühle gerade nochmal zusammen schön auf. Ach so. Die wehrt sich momentan. Ah, okay, die mag gerade nicht. Und dann fahre ich schon mal fort zum Feld und fange schon mal mit Raps an, oder? Ja. Wie viel Meter hast du bei der Sammaschine? Keine Ahnung. Ich hab jetzt. Warum kann ich das scheiß Dünger dazu sein, wenn ich da hier? 9,9 Meter mit der Horschkonto. Und das ist eigentlich ja bloß die Sammaschine, die wo ich bisher weiterempfehlen konnte, dadurch, dass das halt schon praktisch Ding ist. Und auch aus Deutschland kommt. Weil Horsch kommt aus Deutschland. Oder was für eine Sammaschine hast du überhaupt? Eine grüne. Grüne. Da schau ich jetzt glaube ich nach. Grüne Orange, oder? Mit 14,4 Meter oder 15 Meter? Die Stara. Die Stara? Ja. Das kleine Ding mit 3,6 Meter. Ja, genau, plus dass ich die 32 habe. Also das, den großen Bruder davon. Ach so, mit 14,4 Meter. Jawohl, ja. Oh. Oh, perfekt. Ich weiß gar nicht, wo die Starrer herkommen. Zumindest. Oh, jedenfalls mit der Übel da beim Händler rausfahren. Ach schon. Das glaube ich ist nicht allzu leicht. So, machen wir komplett die Umfeldbeleuchtung. Das ist einmal ganz praktisch, dass wir einen Verkehr ausgeschalten haben, weil ich brauche mit der Sammaschine die komplette Straße. Ja, perfekt. Hast du eigentlich am Morgen jetzt einmal geguckt? Hä? Hast du am Morgen jetzt einmal zurückgeschrieben? Kann ich ja gar nicht. Du müsstest dir jetzt am PC ausschalten oder mein Handy ausschalten. Ach so, okay. Ja. Wo bist du denn überhaupt? Auf der 57, auf der anderen Seite. Ich hab von hinten hier hochgefangen. Na, da hinten guckt herum. Ja. Und ich bin gleich mit der ersten Spur fertig mit 9,9 Meter. Das muss ich da wieder nicht mehr ausgeklappt. Ah, da fahrt er gerade. Oh, ich da knapp stehe. Bist du deppert. Aus dem Grund macht man es so wie jetzt. Sagt mich da. Gleich mal erst mal quer. Glaubst du, dass ich das nicht mache? Kommst also du mir jetzt voll entgegen? Runterfahren. Ich fahr jetzt gleich durch die Mitte durch. Also, Pfosten, sogar das eher.
Komm wieder zurück. Und wie viel brauchst du eigentlich? Dort. 16. In meiner wechselt es die ganze Zeit zwischen 17 und 18. Und für dich, dass du 16 brauchst, holst du mir relativ schnell. Das hat ja so, arbeitet man unter Druck. Also der Alex ist momentan noch voll unter Druck, weil ich jagt von hinten. Hey, du hast 14,4 Meter, ich hab 9 Meter. 9,9 Meter, knapp 10 Meter. Ja? Ja, fast 5 Meter weniger als du. Und ja, aber ich fahr dann rechts rum. Ha? Ich fahr dann nach rechts und du kannst nach links fahren. Okay. Schon also die Hälfte abdeckt haben. Sobald ich mit meinem fertig bin, fahre ich an, gell? Wenn ich vorher fertig bin, dann darfst du meine Arbeit. Ja, völlig. Da schauen wir, wo du angefangen hast. Boah, genau deswegen habe ich ja gesagt. Sobald ich fertig bin, fahre ich an. Den gibt's. Du musst ja dann auch Nachtschicht einlegen. Bist du aber fast du hin? Wie juckt dich? Hey, du hörst verzögert. Auf wie? So ein Turbo eingelegt. Ja, ein Turbo ist eingelegt. Du hast das ausgeschaltet, du Pfosten. Wo? Das heißt ja gar nicht mehr. Ich hab's was hochgelockt. Dann werde ich die nächste Spur fahren. Weil ich bin ja, jetzt da nicht wieder ziehen sollen und ich fahre dann nebenher. Ja. Da die Ecken, die Pflanze noch schnell um. Ich fahr schon wieder runter. Aber mit den jetzt paar Sammaschinen geht das Feld relativ schnell. Jetzt haben wir schon wieder bald die Hälfte. Der hat der Rand aber. Ja, was denn? Aber ich setze mir das für das Feld wahrscheinlich, wo mir auch viel nicht gelungen wird an der Sammaschine. Klappst. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Was würde ich? Ich bin von der Spur abgekommen und jetzt muss ich mittig noch einmal ganz kurz durchfahren. Jetzt muss ich aber schnell schauen, wo die vorne abgekommen bin. Und da. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwie hergehen und einen Clip aus dem Stream rausschneiden. Und zwar
wo du vorher gerade gesagt hast, so arbeitet man unter Druck. Ja, genau. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie rausschneiden. Aber er verliert die ganze Zeit die Spur, das ist halt auch das Problem in LS, dass er dann von der Lore lenkt. Ja, das ist aber nur auf der PS4, das ist am PC nicht so. Ja, weil es der wegen dem Controller, wenn der einen kleinen Wackelkontakt hat, gell, dann... So, da ist mein Controller ausgegangen. Da hat sich der ganz schnell verabschiedet. Aber, da muss ich jetzt kurz schauen. Oh, der ist wohl. Mein Controller ist nicht mehr da. Das ist eigentlich schon standardmäßig so. Ich frag mich gerade, wo du. Ah, da. Da guckst du rum. Kommst auf jeden Fall momentan gerade ziemlich leise an. Warte. Ist jetzt besser? Ja, oh, genau. Jetzt hören wir wieder was. Der steht, sitzt sie nämlich immer zurück, wenn mein Controller ausgeht. Okay. Weil dann steht auf um vom Q9 aufs Controller-Mikro, aber doch am Headset, also an die Kopfhörer habe ich ja kein Mikrofon mehr stecken. Ja. Deswegen ist das ein bisschen blöd, weil da muss ich es einmal einstellen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eh gelungen, oder mit dem Stream? Dass da. Das wäre jetzt zu lang. Wo oh, 1 Stunde 3 Minuten haben wir jetzt gerade. Ja, wo gerade? Hm? Gerade. Also da, ich sage, machen wir da dann weiter, wenn wir das Fädel fertig haben, wie wir am Ernten haben, dann kannst du nochmal was machen. Wo, also, dann sehen wir uns spätestens eigentlich bei der Ernte oder nochmal beim Düngen in der Zwischenzeit oder so, wenn wir ein anderes Fädel machen. Genau. Ja, weil auf dem Server, das wird nicht das der letzte Stream gewesen sein, ich hoffe zumindest einmal, weil... Ja... Ich bin nämlich leicht inaktiv auf YouTube derzeit. Aber ich versuche eigentlich wieder aktiver zu werden. Oh, deswegen wird das auch nicht der letzte Stream von der Map gewesen sein. Genau. Dann sehen wir uns, wie gesagt, spätestens, wenn wir auf dem Feld bei der Ernte sind. Und dann darf ich sagen, die letzten Worte kehren dir. Ja, dann, also, wenn man soweit ist, wenn alles gewachsen ist und wenn wir bei der Ernte sind. Und ich mache nebenbei den Alex noch ein bisschen Druck, dass er dann ein bisschen was arbeitet. Nein, ich fahr jetzt noch einen Stream home. Ja, na, nichts gibt's. Dann kannst du rumfahren, weil dann gehe ich die 2 Meter um mit zu dir und dann hab ich die. Fuck. Na ja. Passt, also dann schauen wir wieder, vielleicht bin ich dann mal wieder dabei. Ja. Und dann kriegen wir die hin. Jawohl, dann würde ich sagen, alles klar, hab ich dir die, pfiat euch.
dann passt es und bis zum nächsten Mal.